Also, meine Damen und Herren, zur nächsten Folge von Fallen 4, tödliche Fallen 4. Ich bin gerade von dem Typen im Keller und er hat hier richtig viele krasse Sachen hier. Fällt mir denn alles? Eigentlich habe ich tatsächlich nach einem Bett gesucht zum Speichern. Aber vergebens, hier gibt es kein Bett. Vielleicht wäre es doch praktisch gewesen, das Zimmer zu mieten. Mittlerweile. Nachträglich. Und ich habe jetzt mal den Typen an der Bar gesagt, komm hier, schließt sich der Railroad an, was du willst, aber es hat nichts geändert, nur dass das Gespräch früher beendet worden ist. Sonderlieferung können wir. Hier nicht den Radio empfangen. Wunderbar. Kein Problem für mich. Das muss ich noch schnell ausnutzen, bevor mich entdeckt. So. Boston, come on. So, was ist hier? Eigentlich in den Nick Valentine. Wenn ich dir doch sage, zu Skinny Malones Bande zu gehen, war die beste Entscheidung aller Zeiten. Schau dich doch nur mal um. Und trotzdem, Malone ist schwach. Wir warten schon den ganzen Tag auf sowas. Au, 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 au. Habe ich irgendwas zum Schmeißen? Jodgranate. Mein Arm! Er ist gebrochen! Ah, guck mal. Da ist es passiert, Leute. Da ist meine Batterie leer gegangen. Schnell hier nachgeladen. Und ab geht's. Sie werden detektiv verteilt. Alter, war echt viel los, Alter. Ich bin ja echt froh, dass ich doch noch mal hier ein bisschen gelevelt habe. Wie viel Leben hast du da hinten? Meine Schulter! Malone macht Sockenhalter auf deinen Eingeweiden! Die wären echt viel zu stark für mich gewesen. Wäre ich früher ohne hierher gekommen. Dürmen. Kronkorken. Noch Platte brauchen wir. Oh, wir können speichern, Leute. Machen wir das mal. Jedes Mal, da liegt so eine Diskette, aber es ist halt nur, ja. Schlafen gleich mal ein bisschen länger.
Spaß. Na komm schon, ja. Cool. Ach komm, nur Faxen. Richtig viel Geld liegt hier rum, Leute. Richtig Geld. Kriegen wir immerhin das Inventar nochmal voll. Custom. Ich hab richtig einen Bass auf meinem Gehör hier. Was denn? Fürchtet ihr denn euch jetzt schon vor euren eigenen Schatten? Zurück an die Arbeit. Dieser noch wegen so ein Ding, der Schütze. Ne, mal reicht ja nicht, neuch. Angst davor. Ich habe ein bisschen Angst vor dir, muss ich sagen. Bist wohl noch nicht ganz erledigt, Mann. Oh Scheiße. So viel auf mich, ich sehe sonst nichts. Na, da kommt schon der nächste hier. Na ja, guck dir mal an, was sie mir alles hochgebrettert haben hier. Danke auf jeden Fall für die 10 mm Munition.
werde es sehr dankend annehmen. Ich werde auch wieder Legendary. Ja. Alle 20 Sekunden eine Chance von 10% Nahkampfangriffe einzufrieren. Und ein Stück Teelöffel. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich nicht so der Fan von vollautomatischen Waffen. 45er verbrauchen die, ne? Ich will erst wie das hier, also. Ach, wir können mal mitnehmen. Haben wir mal auch eine vollautomatische Waffe. Und sagen wir mal tschüss zu der hier. Meine Revolver. Oder? Nee. Will ich nicht verzichten. Ich will die trotzdem mitnehmen. Ich hoffe mal, das hat sich gelohnt, Nick Valentine, ja. Wenn wir auf jeden Fall früher gekommen, hätten wir so hart einen aufs Maul bekommen. Das steht fest. So. Welche komische Fallen. Safe. Können auch alle Expertenschlösser knacken. Wunderbar. Können wir mittlerweile fast alles schon mitnehmen. Das wär's. Ein Gidri Buttercup Hinterbein. Ein Stealth Boy. Haben wir schon mal einen Stealth Boy gefunden? Ich würde auf jeden Fall sagen, wir speichern mal kurz hier einmal. Tief hier rein, Minenhöhle, wie auch immer. Richtiges Bett, wunderbar. Steht da unten irgendwer? Ne, da liegt ja eine Cola. Sieht doch mein geschultes Auge von hier aus schon. Noch mehr Gegner? Lass mal einen Scharfschützengewehr nicht so schwach werden bei dir. Sieht mein Scharfschützengewehr so richtig schwach aus.
Da sehe ich, bei denen muss ich mit stärkeren Geschützen auffallen. Wie blöd doch, dass ich meine Mini, meine Fatman weggepackt habe. Gold 114. Wenn sie die Tür aufmachen. Warum ist das Ding nur so laut? Hallo? Hallo? Wo bist du hin? Also dieses Ding macht halt gar keinen Damage. Oh, hier bin ich auch leer geschossen. Also wir gehen auf Nahkampf. Stirbst du jetzt endlich mal? Gut. Gut erhaltenes Zigarettenpäckchen. Battery, Medix. So viel zum Lesen auf jeden Fall. Ding dong. Bisschen erforderlich. Oh, ich werde dich schon finden. Besen da, oder was? Du kleine Ratte! Dann zeig mal, was du drauf hast, Pöppchen! Baseballschläger gegen Powerrüstung. Wie hoch war die Chance, dass er gewinnt? Also, meine Frage. Warum zum Teufel würde jemand einen Vault in eine U-Bahn-Station bauen? Der Ort hier ist doch das Gegenteil von luftdicht. Weil die nicht vorhatten, ihn zu benutzen, Trottel. Vor dem Krieg haben wir ständig solche krummen Dinger abgezogen. Man schnappt sich ein paar Jungs aus der Gewerkschaft für den Bautjob, der nie endet. So bleiben alle auf der Gehalt. Wir haben uns bei den Eiern! Alter, machst du Schaden. Ich kann nicht sehen! Ja. Bist wohl noch nicht ganz erledigt, was? Alter, hab Angst vor dir. Nur so viel Schaden, wenn mein Arm kaputt ist, oder was? Wie groß soll denn die Scheiße noch sein? Ja. Freund, dieser, du bist gerade in einer ganz schönen Munitionsschleuder, muss ich sagen.
generell hier da unten. Hab ich irgendwas zum Schmeißen für euch? Ne, Impulsgranate. Ich glaube, ich nichts bei euch. Weil ihr keine Maschine seid. Weg, Mann. Zählst du aus? Oh, Mann, das wäre doch gleich eine gute Stelle. Mine! Oh, wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, ob ich die andere Quest noch machen will. Auf jeden Fall nicht, wenn ich vorher meine Rüstung nicht reparieren kann. Verschwunden? Das glaube ich kaum. Komm schon. Wie kleine Spielchen mit mir. Willst du, dass ich zu dir komme, nicht wahr? Komm schon an. Ich verspreche dir, dass ich dir nur ein Bein breche. Mann. Was bist denn du? Was du denn so? Ich höre noch Stimmen auf jeden Fall. Wo zum Teufel habt ihr Nick Wellen hinter mir geschafft? Boah. Aber mit ein paar gezielten Kopfschüssen ist das alles erledigt. Rang halt noch nicht mehr Rüstung, Leute. Oh, mein Poweranzug ist bald leer. Ein Grund mehr, langsam mal hier Eier zu machen. Boah, hieß, ich will langsam mal raus und nicht immer tiefer rein. Ich hoffe, da unten gibt es einen Fusionsreaktor. Ey, da! Was kann ich für dich? Wo kommst du denn jetzt her? Wo kommst du denn jetzt her? Meine Güte. Ich hab dich die ganze Zeit gebraucht. Wo du meine ganzen Rohstoffe trägst hier. Guck dir das mal an, was sie alles hier bei sich hat. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge und somit auf Wiedersehen.